Hallo und herzlich willkommen. Ich heiße Stopfer 1504 und wir spielen hier Red Dead Redemption 2 weiter. Ja, ich habe übrigens ein neues Pferd, weil leider ging es nicht anders. Was soll ich jetzt machen? Ich soll mein Waffenrad ausrüsten. Und jetzt Objektrad. Ah. So machen wir erstmal ein Feuer. Ich werde gleich weiterreden. Ich glaube, es kommt eine Videosequenz. Ja, okay. Herstellen, kochen. Kleinwildfleisch. Okay. Ja, kochen wir einfach mal, oder? Rezept. Nee, machen wir einfach so. Und jetzt können wir essen. No, I'm fine. I don't like eating this late. Okay. You're all there. All right. Well, we better get some rest. Alles klar. Gut, dann legen wir uns jetzt schlafen. He better be worth all this drama. Für all diejenigen, die übrigens noch auf meinem Kanal sein sollten, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Red Dead Redemption 2. Und es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Morning, Arthur. You ready? Oh, give me a minute. Coffee? Sure. There you go. Oh, guter Kaffee. Lecker. So, what's your plan? Well, we'll see if we can track him, but we might need to lay bait to draw him out. Bears like fish, obviously, but they also have a sweet tooth. A lot of fellas bait, then shoot from the trees, but I prefer to hunt on the ground. More dangerous, but we'll have a much better chance of getting a good shot in. And if he bolts, we can start right off after him. Can you mix up this bait for me while I finish packing this up? Fish, berries. Tie it up in that rag when you're done. I hope you know what you're talking about. Okay, erstmal herstellen und kochen. Starker Raubtierköder. Okay, machen wir das mal. I was virtually weaned on bear meat. Okay, I think I got this done. Good. Pack up and we'll get going. Okay, jetzt kann es losgehen. Im Übrigen habe ich ein neues Pferd. Das hier hat kein Geld gekostet. Das andere schon. Wartet ihr Pferd? Think about getting out of the life? We did briefly. You don't remember? Guess you were still young. Didn't last long. I drifted back into it. She understood. She knew what I was. I remember you not being around for a while, but well, things were looser back then. Truth is, there's never really any getting out. Staying in, it's hard. You know that. But Bessie and I made it work. Why? You thinking about getting out? Me? No, of course not. Listen, if Dutch's grand plans work, and we can make enough money to go someplace new, really new, maybe we can all have a new start. Anyway, for now, let's try and chase ourselves a bear, shall we? Let's slip by the water here, see if he's been fishing again recently. Okay. Die Natur sieht wunderschön aus. Ich würde es mal gerne auf der PS4 Pro sehen. Look for tracks, dung, bones, any sign of him.
Ja, da habe ich was. Hier. Untersuchen. Okay. Ja, wir verfolgen jetzt den Bären. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Die sind ja ziemlich intelligent, die Tiere. Nicht nur, dass wir extrem intelligent sind. Was? Nicht mehr folgen? Was? Ach, das hört denn nach einer Weile auf? Da. Okay. Oh, hier hört's auf. Seht ihr das? Nee, doch nicht. Da ist die nächste Spur. Man muss also auch aufpassen, ihr habt es ja gehört. Die Tiere können einen auch riechen. Das sieht er hier gerade, wo der Geruch lang geht durch den Wind. Das geht bestimmt zu einer Höhle. We lost him? For now. A little optimism, Arthur. Well, what do you think? I think we split up in each look. Either that or we could place bait here. That could work. Which do you think? Aufteilen, erstmal Köder benutzen. Das Bait hier. Fine by me. Let's leave the bag over there. By those boulders up ahead, looks like a good spot for it. Okay. Nicht, dass der dann an die Rand kommt, ne? Das wär's. Ich glaube, ich habe gerade einen Bären gehört. Ja, ich werde auf jeden Fall die Pfeile, denn nachdem wir die Mission hier abgeschlossen haben, oder meinen Bogen. So, wo ist jetzt der Köder? Hier. Benutzen. Werde ich dann den Bogen reinlegen bei meinem Pferd, damit ich den auch so nutzen kann, wisst ihr? Ah. Und ich habe natürlich keine große Schusswaffe mit. Hey, did that bait look okay to you? I think so. You're the expert. Ready with your gun there? I'm good. You okay? Seem nervous. So did. Schön. Also, und da verstehe ich nicht, ich habe nur eine Pistole, also ein Revolver besser gesagt. Was stimmt hier doch nicht? We only just said it, Jose. I know, but we need to do this right. We had here. Got your knife? Shit. Oh mein Gott. Easy. Arthur.
You're fine, old man. Of course I'm fine. It's nothing. Nothing at all. Thank you. I think. That was fun. You know what, Arthur Morgan? I'm a little old and beaten up to be after the biggest game. You can have this. What is it? It's a map. A man in a bar gave it to me. Well, I stole it from him, but that's another story. He said it told him where to find some real big animals. Thank you. It's a pleasure. You saved my life, Arthur. I think I'm going back to camp to lick my wounds. You coming, or you gonna track that monster? Well, ich bleibe. I'm gonna stick around here for a while. I'll see you back at camp. Yeah. Ja, ich würde sagen, den können wir jagen, oder? So. Dann nehme ich eine Schusswaffe mit. Was ist das hier? Outfit, Ausstattung. Ah, okay. Was mache ich denn jetzt hier? Ich wollte eigentlich die Waffe hier nehmen. Okay. Trail. Look. Way off. Okay, der ist die nächste Spur. Ich werde ihn jetzt, wie gesagt, jagen. Wenn der hier in der Nähe ist, mache ich das auf jeden Fall. Was, die hat hier hingekackt? Okay, ich versuche den zu jagen, zu erwischen. Und dann mal gucken, ne? Was ist denn da hinten? Ist er das? Ich habe gerade irgendwas gesehen. Was ist das da hinten? Get back. Stay there now. What? Endlich! Oh Gott! Alter! Oh! Du Scheiße, war der heftig! Oh! Oh, geil, wie viel Fleisch wir jetzt gerade gekriegt haben. Wisst ihr, was geil ist? Ich werde es jetzt schnell ablegen. Dann nehme ich jetzt nämlich mein Ablegen, Verstauen hier. Werde jetzt mal kurz was essen. Dann reiten wir zurück. Die Bärenjagd war ja ziemlich erfolgreich. Das finde ich schon gut. Aber warum habe ich schon wieder keine Pfeile? Versteht ihr das, was ich meine? Was ist das hier? Dead Eye Tunica. Okay. Habe ich nicht eigentlich mal Keks oder sowas? Gesundheitstunika. Alter, das war schon echt heftig.
Es hat aber mega Spaß gemacht. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob ich noch mal was finde. Ich habe den Bären nicht mehr gesehen. Also ich habe schon irgendwas gesehen, aber ich konnte nicht einordnen, was das ist, ne? Okay, schade. Den können wir nicht weiter ausnehmen oder so. Gut, dann reiten wir jetzt zurück zur Stadt. Und dann werde ich mal gucken. Ihr habt ja gehört, ne? Wir sind schon in der Lage, bestimmte Tiere halt zu jagen und so. Das ist ja schön und gut. So, und jetzt will ich nämlich das abpflegen. R3. Ich will eigentlich das Pferd. Meine Waffe reinlegen. Ich verstehe aber nicht, wie das gehen soll. Wisst ihr, wie ich meine? Verstehe ich nicht. So, dann nehmen wir mal unser Pferd, ne? Und reiten nun. Wie kann ich eigentlich mein. Gut, ich stecke mal die Waffe weg. Und jetzt Karte. So, der legendäre Bär wurde getötet. Es würde mich nur mal interessieren, wie lange brauche ich ihn jetzt, um bis zum Lager zu kommen? Ich muss mir erstmal also eine Stelle markieren. Und jetzt müssen wir ja eh erstmal reiten. Weil mir wird ja nicht angezeigt. Okay. Okay. Dann reiten wir mal geschwind zu unserer, ja, Stelle. Auf jeden Fall ist das Feld ziemlich schwer, so wie es scheint. Weil unser Pferd ganz schön. Alter. Okay, gut. Und jetzt geht's nach Hause zum Lager. Ich werde mal gucken, ob wir hier noch irgendwas. Wartet mal. Was ich aber noch nicht ausprobiert habe, bevor wir da hingehen. Und zwar, man kann ja später sogar angeln. Hier sind nämlich Fische. Die ich aber nicht mitnehmen kann. Ah, schade. Okay. Was gibt es denn eigentlich noch so, was man machen kann? Ich will die Waffe ablegen. Warum geht das nicht? Also, ich weiß zum Beispiel schon wieder nicht, wo mein. Ich habe mitunter einen Bogen bei, den habe ich ihn wieder nicht bei. Also ich verstehe den Sinn hier nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss mir höchstwahrscheinlich einen eigenen Bogen dann. Oh ne, ich war schon wieder ein Bär. Ganz schnell weg hier. Wir reiten jetzt schnell nach Hause. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ein bisschen galoppieren muss ich leider. Ich weiß, dass die Ausdauer dadurch sinkt. Da hinten brauche ich mal Hilfe. Ja, nimm mal die Waffe. Ich gebe ihm Arznei. Wisst ihr, da will man ihm schon helfen und da will er nicht. Ganz ehrlich, hat er halt Pech. Wenn er nicht will, der hat schon, ne? So, wo ist mein Pferd? Ich sehe hier zum Beispiel schon wieder eine Storch, ne? Pferd ist hier irgendwo hinten wahrscheinlich. Hä?
Wo ist mein Pferd? Wo ist denn mein Pferdchen? Ach, da hinten ist es. Oh. Okay. Hier kommt man ganz durcheinander. Aber da rettest du schon einen Menschen und der hat einfach mal keinen Bock. Vielleicht hätte ich einen Alkohol geben sollen. Naja. Ja, dann habt ihr zumindest schon mal eine Jagd gegen ein legendäres Tier gesehen. Oh, da kommen drei Reiter. Hey. Ja, sorry, mein Freund. Das wird ein bisschen Energie dich kosten. Wir haben eine Hauptmission oder eine Nebenmission gemacht. Ich weiß gar nicht, was es jetzt war. Was sind wir denn jetzt hier? Das ist so eine Mini-See, ne? Oh! Und wild! Aber eine Ziege, die hält ja den Schuss nicht aus. Oder doch? Ich versuch's gleich mal. Ja, obwohl, ich bin ja jetzt mit Fell voll, also würde eh nichts mit jagen. Müssen wir dann beim nächsten Mal machen. Vielleicht schaffe ich es aber noch in der Folge. Ich weiß noch nicht so genau. Okay, da kommt schon wieder jemand. Und ein Elch! Oder war das ein Hirsch? Na, ist auch egal. Sorry, mein Freund, da musst du noch kurz durch. Wie viel haben wir eigentlich schon von der Karte uns gesehen? Wow, Alter, das ist echt riesig, ne? Echt gigantisch. Also, ja, das ist schon cool. Cool, meine ich. Jo, moin. Ich würde schneller reiten, aber das Problem ist, das Fell ist schon wirklich so schwer. Mein Pferd kommt außer Atem, ne, wenn ich zu lange, zu stark galoppiere. Oder das Pferd galoppieren lasse. Okay, da ist immer noch ein Tier. Okay, reiten wir einfach mal drauf. Los jetzt ein bisschen. Oh, da waren... Waren das gerade Waschbären? Sieht auch immer cool aus. Oh, ein Eichhörnchen. Ey, wie cool. Die Spielwelt ist eigentlich voll mit Tieren. Und da gab es ja noch nicht so viele Menschen damals. Jetzt frage ich mich, was mache ich mir damit mit den Fell? Ich meine, ihr könnt es verkaufen. Ich weiß nicht, wie viel Dollar das einbringt. Aber das könnte man eventuell verkaufen, ne? Um halt ein bisschen Geld zu verdienen. Das mache ich vielleicht bei der nächsten Folge. Je nachdem. Klar, andere Leute hätten hier vielleicht geschnitten, aber ganz ehrlich, das ist ein Videospiel, da sind auch längere Wege mal... Oh, oh. Wo war ein Raubtier? Ich weiß zwar nicht welches. Vielleicht ein Wolf? Könnte aber auch ein anderer... Ein anderes Tier sein. Howdy. Wir müssen eigentlich gleich bei der Zentrale sein, ne? Oder bei unser Lager. Wie viele Tiere hier auf einmal rumrennen. Das ist cool. Komm, noch ein Stück. Man könnte ja mal eigentlich sogar die ganzen Pflanzen sich angucken. Oder Kräuter finden. Das wäre bestimmt auch mal so eine richtig tolle Sache. Ist natürlich vielleicht beim Let's Play nicht ganz so gut geeignet. Aber, ja, wir werden uns schon irgendwas einfallen lassen.
Okay, ich werde mal ein bisschen langsamer galoppieren jetzt. Oh, wir sind aber gleich da, glaube ich. Ja, wie gesagt, die Idee steht immer noch im Raum. Falls euch der zweite Teil von Red Dead Redemption gefallen sollte, dann können wir auch den ersten aufnehmen. Ich habe den nämlich, wie gesagt, immer noch für PlayStation 3. Und klar, sieht er nicht so gut aus wie der zweite. Aber, ja, da der zweite vor dem ersten spielt, müsste man eigentlich den ersten danach spielen. Wisst ihr, was ich meine? Zumindest, wenn wir mal mit dem zweiten durch sind. Wir nähern uns langsam irgendeiner Stadt. Was ist denn das eigentlich für eine? Mal auf die Karte gucken. Okay, da hinten ist Valentine. Da wird Öl gewonnen, okay. Okay, war ja schon mal gut, ne, zu wissen. Weiß aber nicht, ob man da das Fell für das Tier verkaufen kann. Müsste ich mir beim nächsten Mal ansehen. Meinen eigenen Leuten zu verkaufen, wäre wahrscheinlich auch schwachsinnig. So. Man muss ja nicht die Leute einfach mal so ärgern, wisst ihr? Das Problem ist nämlich, dass alles, was wir tun, halt auch Konsequenzen haben kann. Das heißt also... Hä? What? Tot, ja. Warum passieren denn so eine Sachen, wenn ich gerade nach Hause will, Mann? Das ist doch kacke. Jetzt bin ich das erste Mal gestorben in dem Spiel. Den ganzen Weg laufe ich jetzt aber nicht nochmal. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Was, wie? Ich habe ein legendäres Tier zurückgelassen. What? Willst du mich jetzt gerade verarschen? Ist das jetzt euer fucking Ernst? Ist das jetzt wirklich euer fucking Ernst? Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Das ist doch behindert, ist das. Och Mann, ey. Schön, dass du hier auf dem Berg bist, ey. Also wirklich. Schön. Ich könnte jetzt schon abkotzen. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist mit einem Trapper. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Aber eigentlich wäre es cool, wenn hier jetzt mein Fell rumliegen würde. Ey, Alter, das kann einfach nicht wahr sein. Da liegst du ein Tier und dann wird jemand ausgeraubt. Das ist geil, ey, wirklich. Was mit meinen Schusswaffen? Die habe ich noch. Ja, bringt jetzt eigentlich auch nichts, wisst ihr? Nur mal was. Was ist das denn? Könnte es auch freilassen. Ey, das ist doch mal wieder typisch. Das Vieh hängt fest.
Und natürlich kann es wieder entkommen. Ist es normal in dem Spiel schon? Oh Mann, ey, jetzt habe ich das verloren, was ich eigentlich... Ach Mann, nee. Wir sind fast zu Hause. Hat schon mal was Gutes. Ist hier irgendwas Großes? Ja, da hinten. Okay. Das hat jetzt aber funktioniert. Ich hoffe, dieses Fleisch ist gut. Ja. Aufheben. Den nehme ich jetzt mit. Dann haben wir ein bisschen was gejagt. Ich könnte jetzt natürlich kochen, aber warum sollte ich es tun? Hast du jetzt gerade gekackt, Pferd? Nee. Gut, schaffst du, mein Freund. Ja, Pferde können ganz schön viel tragen, wenn sie wollen. Hey, what? Ups. Boah, nicht, dass ich jetzt gleich gejagt werde, nur weil ich aus Versehen die Waffe... Jo. Ein bisschen auf der Jagd war der gute John. Und jetzt kann ich nämlich das Tier hoffentlich abgeben. Ich werde es aber wahrscheinlich erst häuten und dann abgeben. Oder erst abgeben und dann häuten. Oh, guck mal, da sind Hühner. Wie cool ist das denn? Okay. Ah, Spenden. Erstmal, wartet mal. Ablegen. Ich will ihn erstmal häuten. Häuten. Er braucht jetzt aber nicht kommen. Ich muss erstmal das Fell wegpacken. Wo ist jetzt mein Pferd? Da hinten. Sprinte doch mal bitte. Verstauen. Weil das kann man nämlich verkaufen, ne? Jetzt muss ich nur wieder da zurück, wo ich gerade hergekommen bin. Aber mein Typ rennt irgendwie nicht. Wo war ich denn jetzt gerade schon wieder gewesen? Oh, ich sehe hier nicht durch. Ja, moin. Wo ist denn jetzt mein Tier? Oh, wisst ihr, das verstehe ich nicht. Willst du mich verarschen? Wo ist denn jetzt schon wieder mein Tier hin? Alter, das kotzt mich an. Das kann doch nicht wahr sein. Renn doch mal ein bisschen, Arthur, Mensch. Wo ist mein Tier jetzt gerade schon wieder hin verschwunden? Och Mann, ey, das ist doch Kacke. Ey, das finde ich nicht geil. Verschwinden hier einfach mal Tiere. Das ist einfach nur Mist. Ich hab den noch irgendwo hier gehäutet.
Muss ich das jetzt verstehen, Dene? Ey, wenn der mal ein bisschen schneller laufen würde. Nee, der schleicht. Ich hab doch gerade irgendwo das Tier gehäutet. Da hinten, oder? Ich verstehe die ganze Welt gerade nicht mehr. Ach, da ist es. Oh. Naja, passiert. Das spende ich jetzt und dann ist gut. Ja, entschuldigt Leute, das ist jetzt echt. Ja. Nicht gerade einfach gewesen. Weil ich dachte, ich wäre noch nicht so weit weg, aber anscheinend doch. Ist schon strange. Warum? Der schleicht immer. Ich möchte das Tier abgeben, also spenden. So. Good. We really needed this. Oh ne, jetzt habe ich gerade. Oh. Schön. Ich habe jetzt gerade einen Haufen gespendet. Ist vielleicht nicht so eine coole Idee gewesen. Wir können ja nochmal auf die Jagd gehen, aber was ich irgendwie total schlimm finde, ist, ja, ihr habt es ja gesehen, es war wieder schlecht. Naja, was soll's. Es hat mich schon mal sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Ich würde mich auch sehr über ein Abo, ein Like oder einen Kommentar eurerseits sehr freuen. Die Folge sollte mit 38 Minuten erstmal ausreichend sein. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall bei der nächsten Folge. Die wird hoffentlich ein bisschen länger, mal gucken. Und ja, bis dann und tschüss!